So, der Rolf besucht uns und der hat ein neues Schmuckstück. Und zwar sind seine Augen, guck mal in die Kamera, ich glaube, wir haben es aber auch schon gerade abgefilmt, sind sie jetzt schwarz tätowiert. Erzähl mal, wie es dazu kam. Ja, so, ich hatte schon vor so 2 Jahren überlegt, mir die Augen tätowieren zu lassen. Hatte da nicht so richtig gefunden, jemanden, auf den ich wirklich Vertrauen hatte. Und dann habe ich dann Emilio kennengelernt. Und wir haben dann halt in Frankfurt dann, als die Convention war, dann die Augen tätowiert. Hattest du das schon vorher vor, also vor der Convention, oder war es dann im letzten Augenblick doch eher spontan? Nein, ich hatte vorher halt schon Emilio gefragt, ob er das machen kann, und wir hatten uns da vereinbart, dass er das da gemacht hat. Und was ist so in deinem Umkreis, zum Beispiel auf der Arbeit, oder sagen die überhaupt noch irgendwas? Weil das ist, also wenn du jetzt, sag ich mal, 2, 3 neue Piercings hättest, das wäre vielleicht nicht so auffällig, aber das ist ja doch schon nochmal ein Schritt, oder empfindest du das gar nicht so? Ja, also ich empfinde es nicht so, und interessanterweise auf der Arbeit hat es eine Woche gedauert, bis jemand was gesagt hat. Also, nein! Ich weiß nicht, ob es nicht aufgefallen ist oder ob sie sich nur gewundert haben. Und ich kann nicht sagen. Das ist ja cool. Und wie war das so im engeren Kreis? Wussten deine engeren Freunde davon, dass du das machen möchtest, oder wussten die es gar nicht und waren überrascht? Also die wussten es nicht, also ich hatte das halt machen lassen. Ich hatte das halt nur mit Emilio abgesprochen. Und, Wie läuft das? Also das ist ja kein Tätowieren im eigentlichen Sinne. Also ihr kommt ja jetzt nicht mit einer Tätowiermaschine und die wird ja auch nicht vibrieren. Also nicht, es wird ja schon per Hand dann gemacht, oder? Ja, also es ist eigentlich kein Tätowieren. Es wird eigentlich mit der Spritze Farbe reingespritzt. Also mit der Spritze wird halt in das Weiße reingestochen und dann wird die Farbe da reingespritzt. Und ich habe mal gehört, dass das dann über Nacht sich auch verteilt, oder ist es direkt im Auge verteilt? Oder wie war das bei dir? Hat sich das langsam verbreitet oder wird es wirklich so oft gemacht, bis das alles schwarz ist? Also es wird schon mehrfach reingestochen, so bis das alles schwarz ist und dann... Wie ist das vom Gefühl her? Hat man da überhaupt ein Gefühl? Und wo guckt man am besten hin? Weil das Auge darf sich ja auf gar keinen Fall bewegen in dem Moment. Ja, also das ist halt das Problem, das Auge still zu halten. Das Reinstechen merkt man eigentlich gar nicht. Was man nachher merkt, ist halt, wenn die Farbe reinkommt, dass es dann Druck gibt durch die Farbe. Aber das ist so kurz, das ist nicht so schlimm. Also das Hauptproblem ist wirklich, das Auge ruhig und aufzuhalten. Und wie machen die das? Also zeigen die denn irgendwas, wo du die ganze Zeit drauf guckst? Oder musst du das für dich selber entscheiden, wie du das handelst? Ja, halt jemand hat das Auge aufgehalten und den Rest muss man dann halt selber handeln. Warst du da, weil das jetzt nochmal was ganz anderes ist? Ich denke mal, bei Piercings, bei Suspensions, bei Tattoos, bei Implantaten bist du wahrscheinlich nicht mehr aufgeregt. Aber war das da schon nochmal so, dass du dachtest, ach, das ist mal was Neues und ich bin gespannt, oder? Natürlich ist es aufregend, weil es halt was Neues ist. Man hat das nicht gemacht. Es ist halt auch nicht so verbreitet. Aber ich habe halt zu Emilia Vertrauen, sodass das halt kein Problem war. Und war es dann vom Gefühl her auch so, wie du dachtest? Oder also hast du dir vorher überhaupt Gedanken gemacht, wie sich das wahrscheinlich anfühlt? Und war es dann auch so? Also ich habe mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wie sich es anfühlt. Ich glaube, das ist halt auch das Beste. Man macht sich nicht zu viele Gedanken. Dann wird es viel einfacher, als wenn man halt ständig darüber nachdenkt, wie es wird. Das stimmt, das stimmt. Das kann man ja auch wahrscheinlich nicht bei jedem Tätowierer machen. Das ist auch ja in dem Sinne, wie du schon sagst, kein Tätowieren, sondern das sind dann wahrscheinlich Body Modification Künstler, sag ich mal, ne? Ja, also ich kann halt jedem nur raten, wenn er das machen will, zu jemandem zu gehen, der das halt schon häufig gemacht hat. Weil das Auge ist doch sensibel und man sollte halt schon aufpassen, zu jemandem zu gehen, der das häufig gemacht hat, sodass das halt auch, dass es sicher ist und nichts passiert. Und wie schnell oder wie gut ist das jetzt verheilt? Also du sagtest, am Anfang war dann Druck auf dem Auge. Wie hast du denn die Heilung empfunden oder war das eigentlich direkt am nächsten Tag gegessen, mehr oder weniger? Ja, es ist nicht am nächsten Tag gegessen, sondern halt, es dauert so eine Woche. Also am Anfang sind die Augen lichtempfindlich. Man muss halt eine Woche lang Sonnenbrille aufsetzen und dann ist es halt gut. Ging das denn dann auch auf der, also hast du jetzt dann Urlaub genommen ein paar Tage? Weil du arbeitest auch viel mit dem Computer, ist wahrscheinlich sehr hell dann, oder? Ging das? Also das war kein Problem gewesen. Also ich bin dann wieder arbeiten gegangen und hatte auch kein Problem, das zu lesen. Also. War das dann im ersten Moment, als du am nächsten Tag aufgestanden bist und in den Spiegel geguckt hast, war das dann erstmal so, ach ja krass, da war ja was? Oder war das für dich direkt, als hättest du immer zu dir gehört? Ja, es fällt halt schon auf, dass es anders ist, aber es gehört dann doch sehr schnell zu einem.
Also würdest du es theoretisch, ja, hast ja jetzt nur zwei Augen, aber würdest du es immer wieder tun? Ja, ich würde es halt wieder tun. Okay, cool. Hast du denn schon einen Plan, was du als nächstes machen willst, was du mit dir anstellen willst, oder willst du wieder eine Überraschung? Ich habe da keinen Plan. Also wenn dir was einfällt, dann lässt sich das machen und dann ist es gut. Und dann erzählst du uns wieder, wie es war. Ja. Super. Wie es war. Super, vielen lieben Dank fürs Interview, Rolf. Ciao.